Ein Sardin! Ja! Ein Sardin! Echte Harzer Bachforelle. Das ist der Wahnsinn. Weicheier bleiben, so wird er natürlich an Land. Also, aber wir kämpfen uns hier durch, Heinz. Ne? Immer auf der Schulter. Immer auf der Schulter. Und schießen lassen. Mann, ist das ein Ding! Du, das ist das, Heinz, wofür ich lebe, weißt du. Was, kannst du sie schon riechen? Die Nordseewölfe? Riechen tue ich sie nicht, Heinz, aber ich spüre Salz und Sand und die Nordseewellen. Und deshalb gehen wir jetzt gleich an den Strand und wollen sie fangen. Die Wolfsbarsche, und wir haben drei Experten dabei. Kommt mal her, die wissen genau, wo die Wölfe wohnen. Kai, Thilo und Sascha von der Insel hier. Echte Inseljungs. Und die zeigen uns jetzt, wie und wo sie gefangen werden. Drei Tage haben wir dafür Zeit. Kai, du kennst ja den Spruch, Wind, ob der kann, Fisch in der Hand. Ne? So heißt das. Ne? Und bei uns heißt das, Rute raus. Der Spaß beginnt. Und zwar auf der zweitgrößten ostfriesischen Insel, Norderney. Auf der Wattseite wollen wir uns Kräuter fürs Fischgericht holen. Geangelt wird am Ost- und Weststrand. So, Kai und Thilo, ihr geht auf die Nebenbühne. Und nee, Kai kommt mit uns rauf und Thilo und Sascha gehen auf die Nebenbühne. Horst, da geht's ran, da sind die Wölfe. Der Wind, der macht mich ganz fusselig hier, weißt du? Bitte. Da, Kai, was ist das jetzt? Ist das jetzt Wolfsbarschwetter oder was würdest du sagen? Ja. Oder ist das zu aufgewühlt? Nein, das ist für einen Wolfsbarsch ist es gut. Der Wind ist ein bisschen viel. Du hast mir meinen Blinker geklaut hier. Pass mal auf hier. Weißt du, fädelt er sich einfach ein hier, weißt du. Und ich wundere mich, wo ist mein Köder? Weißt du, alles gut. Ja. Guck mal hier. Weißt du, was das ist, Horst? Ja, ach, das kenne ich. Ich bin noch an der Nordsee groß geworden. Schuld ist das. Ja, weiß ich. Wir haben früher einen Kanarienvogel gehabt. Da haben wir das immer reingehängt. Ja. Beiß mal rein, wie schmeckt. Schmeckt nicht. Nee, schmeckt nicht. Du bist ja auch kein Kanarienvogel. Und fällt der Bunkkopf denn ganz trocken? Ich glaube heute nicht, bei dem weil wir zu viel Druck auf dem Kessel. Ja. Die Bedingungen extrem. So weit wie Horst würde ich niemals auf die Bühne gehen. Der hat allerdings auch Spikes unter den Schuhen und einen festen Gürtel um seine Warthose geschnürt. Bist du noch weiter vor? Was denn? Bist du noch weiter vor? Ja, die Wellen, die sind so hart manchmal. Ja, ne? Ja, ja, die fehlen richtig aus der Ruhe. Ne? Ja, ja, dann haben sie die ja von den Füßen. Da musst du einen guten Stand haben. Ja, ja. Hänge. Du hast hier immer so ein bisschen Steine noch drumherum. Ja, ja, ne? Auf der da vorne, da haben wir auf dieser Seite eine große Muschelbank. Da bleibst du auch oft hängen. Ne? Ja, ja. Abgerissen, der erste Köder futsch. Neuknoten. Ich rate dringend ab, so weit auf die Bühne zu gehen. Horst und Kai kennen keine Angst. Die kennen nur Fisch. Hat der Hänger abgerissen, muss ich neu anknoten. Was will Heinz da denn? Du musst da vorne auf den Bühnenkopf, Heinz. Da, hier fängst du nicht. Nee. Du musst vorne auf den Bühnenkopf rein, in die, da wo die Wellen sich brechen. Warum sollen die nicht hier vorne? Ich kann doch da vorne hinwerfen. Wohin? Ja, schräge nach vorne. Angelst du weiter mit Blinker oder machst du Gummifisch drauf? Ich mach jetzt Gummifisch drauf. Gummifisch? Ja. Ich geh mal nach vorne. Viel Glück hoch. Für den sicheren Stand habe ich Filzsohlen unter meinen Wartschuhen. Und ich trage auch einen Wartgürtel. Das ist ganz wichtig, empfehle ich jedem. Denn sonst kann die Warthose volllaufen, falls man doch mal von der Bühne gespült wird. Großes Kompliment an Kameramann Carsten und Tino, der bei diesen extremen Bedingungen den Ton eingefangen hat. Ja, ist schwer zu angeln, ne? Also ist auch ein bisschen wackelig, ne? Ja. Wie soll das denn jetzt die nächsten Tage? Bleibt das so stürmisch? Und ist das die einzige Ecke auf der Insel, wo man angeln kann eigentlich, oder? Ja, wir gehen ja morgen dann hinten raus. Da ist ein bisschen ruhiger. Aber bei dem aufgewühlten Wasser, meinst du, die können trotzdem beißen, ne? Ja, ja. Das Wasser ist eigentlich Wasser ist in gut. Ordnung. Okay. So, jetzt machen wir eben wieder was fertig, Mann. Horst hat auf Baltrum, der Nachbarinsel, schon einige Wolfsbarsche gefangen. Fast alle mit Gummifisch. Fisch! Fisch!
Der weiß, wo die Wölfe lauern. Horst, komm langsam zurück. Guter Fisch. Was? Guter? Oh, was für einer. Oh. Heinz, weg, weg, weg. Ich muss flacher, flacher, flacher. Das habe ich früher nicht auf die Kante. Oh, und was für einer, du. Ich muss ins flachere Wasser. Das ist ins flachere, weiter zurück. Ja. Das ist ein großer, brauchst du nicht zu messen. Nee. Den brauchst du nicht messen. Das ist ein großer. Sauber, Horst. Du nimmst ihn, ne? Soll ich dir helfen? Ja, du nimmst ihn, ne? Ja. Ich strande ihn. Nee, nicht in die Schnur fassen. Nicht in die Schnur fassen. So, mit der nächsten Welle. So, Kai. Mach keinen Scheiß. 42 cm Mindestmaß müssen die Wolfsbarsche haben. Dieser hier ist über 60. Hi. Ein Prachtexemplar. Oh, Mann! Horst! Noch Fragen, Jungs? Keine Fragen mehr, keine Fragen mehr. Oh, ist das ein herrlicher Fisch. Horst, das ist ein Mann! Das ist ein Wahnsinn. So, ich gleich abschlagen und töten. Kai hat gesagt, die Bedingungen sind gut. Weil das Wasser aufgetrübt ist, die Fische müssen gleich ran. Aber für uns Angler ist das so ganz schön haarig. Das muss schon werfen. Kai hat auch gerade abgerissen. Aber das ist ja die Erfüllung des Anglertraums. Ne? Also für mich hat sich der Ausflug hier nach Norderney schon gelohnt. Und für mich auch. Ich habe zwar noch keinen Fisch gefangen, aber die frische Nordseeluft auf der Düneninsel ist wie Medizin. Und für meine Rückenprobleme habe ich auch schon was gefunden. Strand-Yoga. Und damit will ich Horst überraschen. Ina. Moin. Ne? Was meinst du, was Ina jetzt mit uns vorhat? Das kannst du alleine machen. Nee. Ja, ich mach sowas nicht. Doch. Ich nicht, Heinz. Doch. Ich mach mich hier doch nicht zum Affen am Strand, kein Stück. Ich geh zum Hotel, Ina, nimm mir das nicht übel, aber so ein Zahn habe ich nicht übel. Doch. Nein, Horst. Mach ich nicht. So ein Blödsinn. Tut mir leid, er will jetzt nicht mit uns machen. Horst, ja. Wir machen jetzt Yoga. Ja. Und zwar aus Entspannung. Soll ich mir mal, ich zieh mir mal das mal kurz aus. Also am besten etwas luftiger. Ja, ich weiß. Bewegen kann. Ja, Schneidersitz kriegt er schon mal hin. Ja. Das sieht gut aus. Und dann atmest du wieder aus. Und dann noch einmal tief einatmen. Und dann nimmst du einmal deine Hände vor deinem Herzen zusammen, sodass die Handflächen sich berühren und die Daumen dein Brustbein berühren. Und dann beginnst du, Atmung und Bewegung zusammenzubringen. Mit deiner nächsten Einatmung ziehst du die Arme einfach mal über vorne nach oben und streckst dich ganz, ganz lang in deiner Wirbelsäule raus. Und mit der Ausatmung treffen sich die Handflächen über dem Kopf und fließen wieder vor dein Herz zurück. Nochmal einatmen, zieh die Arme weit nach oben, streck dich und schieb dich einmal in den Vierfüßlerstand. Genau, über die Seite schwingen. Die Hände setzt du einmal fest unter deinen Schultern auf, mit den Fingern richtig schön aufgespreizt. In den Fluss mit deiner Atmung, mit der Ausatmung mach dich rund. In die Katze. Einatmen, komm in die Gegenbewegung. Oh, die Warthose füllt sich mit Luft. Und mit der nächsten Einatmung roll dich den ganzen Weg zum Stehen nach oben auf, Wirbel für Wirbel. Dann zieh die Arme über die Seiten nach oben, streck dich lang. Du kannst gerne so stehen bleiben, dass du nach vorne schaffst. Und ausatmen, nimm die Hände vor dein Herz. Ich wünsche dir, dass auf jeden Fall gute Energie dabei ist. Ein paar schöne Eindrücke hier vom Strand, die du mitnehmen kannst. Namaste. Namaste. Mit so viel guter Energie kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wir fahren an den Oststrand der Insel. Hier ist es etwas windgeschützter, dachten wir zumindest. Guck mal, Kai, was ich gefunden habe hier. Ja. Was ist das? Das ist von dem englischen Boot, das letztes Jahr vom Rifgat gesunken ist. Und, ja, so schnell kann eine Reise zu Ende gehen. Ne? Ja. Aber unsere Reise geht weiter, Horst. Du. Hoffentlich heute nochmal. Ne? Ja. Sei nicht immer so muffelig. Horst. Nicht muffelig, ich stehe jetzt hier schon eine halbe Stunde. Wir hätten schon die ersten zwei Routen im Wasser haben können. Nee. Haben wir da schon Platz ausgesucht? Oh, guck mal, da kommt die Sonne raus. Ist das nicht herrlich?
Aber es wird immer ungemütlicher. Schon 6 Windstärken. Sushi, deine Route, die geht schon einmal quer rüber über den Strand hier. Du hast eine extreme Bedingung hier. Ja. Ist die, ich habe jetzt hier 170 Gramm. Ja. Reicht das? Ja. Muss reichen, ne? Ja, wenn das nicht hält, das dann machen, ne? Ja, ja. Wo musst du hinwerfen hier? So weit wie möglich. Also gut. Die stehen hier viel zu dicht. Ich gehe noch ein Stückchen weiter nach rechts. Du gehst nach steiler rechts. Petri Heilhorst. Vielen Dank. Mit der 4 Meter langen Brandungsroute schleudere ich das Gewicht mit dem Köder raus in die Brandung. Oh Mann, ist ja Krafttraining. Gut möglich, dass hier auch Wolfsbarsche beißen oder wenigstens flundern. Deine Schnur ist einmal quer rüber getrieben, hier einmal komplett durch. Ja. Da kommt der an. Die liegt auf dem Strand. Du stehst auf meinem Vorfach. Was? Du stehst auf meinem Vorfach. Ich kann nicht sehen. Wo? Ja, die Schnur ist jetzt bei mir im Blei. Was? Die Schnur ist bei mir im Blei. Seine Schnur, deine? Das weiß ich nicht. Du musst auch schön weit auseinanderstellen. Das Fisch dran ist da hier. Das Angeln an den niedersächsischen Küstengewässern ist übrigens frei. Es gibt keine Fischereischeinpflicht, einmalig in Deutschland. Es reicht im Prinzip der Personalausweis. Gibt es so mehr Regen? Dann muss ich noch mal die Jacke wieder anziehen. Sascha, Thilo und Kai haben wir auf einer Messe in Ostfriesland kennengelernt. Und da haben sie uns damit geködert, dass wir auf Norderney unter Garantie Wolfsbarsche fangen. Naja, einen haben wir ja schon. Was ist das denn nun? Horst! Komm mal her! Ist das dein Vorfach? Der Bus ist ja Horst Vorfach. Sag mal. Ja. Musst du ihm abschneiden? Doch, schneid ab, schneid ab. Also das ist nicht mein Vorfach. Hä? Geisterschnur. Geisterschnur. Dein hängt da ja. Das ist ja. Das hängt da, aber das andere... Ich habe keine so Haken nicht. Also, nee, ja. Ich habe meine beiden Vorfächer. Ist alles dran bei dir? Ja. Dann können wir auch weiter angeln, ne? Bitte? Das mache ich ja. Was wollen wir, ihr so einen Alarm hier macht? In so einer Fischbar. Was sagst du eigentlich zu meinem neuen Handschuh? Was? Milchbubis. Wie bitte? Milchbubis. Milchbubis? Ich kann keinen Wurffinger brauchen. Nee? Nee. Bei deinen Eierwürfen, Heinz, da wo du hinwirfst, da spucke ich hin. Also, du wirfst immer so. Weißt du, da wird so über den Kopf voll durchgezogen. Weiß ich doch. Warum machst du das denn nicht? Ja, damit du deinen Kommentar dazu abgeben kannst. Ach so. Das war ja meine Schlachtschnur. Jetzt hat er die an die dünne 28er einfach angeknotet, ohne Wirbel, ohne was. Und dann wirst du 190 Gramm Blei mitwerfen. Horst weiß, wovon er redet, war sogar Vize-Weltmeister im Brandungsangeln. Ist ein Sturmvorfach. Beide Haken überm Blei. Oben einhängen erstmal. Ja, oh, betreutes Angeln. Ja, betreutes Angeln. Und dann mit Haargummi fixieren, sagst du? Ja, ich habe meins mit so einem Gummiband, wenn du hier. Den? Wiedersehen macht Freude, ne? Nö. Ja, okay, also das hier unten fixieren. Ja. So. Ja, also fahr mal rum. Ja. Okay, und jetzt raus mit der Marine. Ne, erstmal Würmer raus. Ja. Nimmst du hier eigentlich eine Ködernadel, oder? Immer noch so wie du, ja. Aber ich habe Ködernadeln mit. Sondern die Arme gestreckt halten und mit der linken Hand ziehen und mit der rechten schieben. Okay. So schön gestreckt, ja. Und dann die Rolle nach oben. Guck dir das mal an und korrigier dich. Ja, ja, ist gut. Bleib du mal bei Horst und du kannst das kommentieren. Ne? Ja. Und dann hat er die Arme eingeknickt. Ja, ja, oh. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Ja. Von 1 bis 6 würde ich sagen, maximal eine 4. Naja, da muss ich wohl noch mal die Brandungsangel-Schulbank drücken. Dann habe ich zeig dir mal, Heinz, wie man so einen Ständer hier festmacht. Nicht mit verbiegen. Man fängt so an und dann arbeitest du den. Ja, so habe ich das ja gemacht. Ja, warum ist der denn so krumm? Dann hast du hat sich nach vorne gebogen. Ich hatte einen großen Fisch dran vielleicht. Thilo und seine Angelfreunde packen ein. Zu viel Kraut, starke Strömung und kein Fisch.
Aber dann tut sich doch noch was. Ein kleines Wunder. Horst fängt eine Flunder. Man soll niemals aufgeben, ne? Nur die Harten kommen in den Garten. Am späten Nachmittag starten wir den zweiten Versuch von der Buhne. Schließlich möchte ich ja auch mal einen Wolfsbarsch fangen. Es geht wieder los. Das ist hier die Buhne. Da gehen wir rauf. So bis hierhin ist sie jetzt überspült. Wie müssen wir jetzt angeln, damit wir einen Wolfsbarsch fangen? Wo stecken die Wolfsbarsche? Ja, ich bin ja nicht der Wolfsbarsch-Experte, aber Erfahrung hat gezeigt, du musst so weit wie möglich nach vorne zum Buhnenkopf. Ja, Buhnenkopf, zeig mal. Ne, dass du dann praktisch deinen Köder hier platzierst und dann versuchst du ihn möglichst dicht am Buhnenkopf zu führen. Okay. Ne? Aber da, wo Steine sind, wo Hindernisse sind, das sind natürlich auch die Fische. Ne? Die Buhne, ist die hier schon zu Ende da vorne? Das sind noch so ungefähr so 15 Meter. Okay. 100 Meter entfernt steht Horst. Den haben wir auf die Nachbarbuhne geschickt. Schwieriges Angeln. Die Nordsee ist immer noch aufgewühlt. Dank meiner Filzsohlen habe ich einen sicheren Stand. Aber ich mache mir Sorgen um Horst. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er sieht noch ganz gut aus eigentlich. Und noch ein Lächeln abzugewinnen. Er hat noch ein Lächeln auf den Lippen. Ich habe hier einen Krampf. Hast du das hier schon mal gehabt? Einen Krampf. Überangelt wahrscheinlich. Überangelt? Horst, warum haben wir heute nichts gefangen? Also keinen Wolfsbarsch. Ich wollte nicht beißen, Heinz. Ist so, ne? Okay. Ja, aber hier habe ich auch schon gut gefangen. Und schöne. Ja. Feierabend. Wasser steigt auch schon wieder ganz schön. Ne? Ja, das geht Wasser steigt, ja. Die Stimmung sinkt. Die werden manchmal giftiger vorne. Zumal sie für den nächsten Tag Orkanwarnung ausgegeben haben. Also erstmal ins Watt. Wir brauchen Kräuter fürs Fischgericht. Hier wächst der Queller. Hier ist ja keine Landgewinnung, aber bei mir zu Hause ist Landgewinnung so ein Lahnung. Und das ist die erste Pflanze, die sich ansandelt auf diesen Salzwiesen. Also das Land praktisch, das dem Meer abgerungen wird. Wir haben diese Köge sind dadurch entstanden. Und das ist die erste Kulturpflanze, ist eben dieser Queller. Ich weiß noch, als wir auf Sylt waren bei Johannes King, da haben wir auch Stampfkartoffeln mit Salzwiesenkräutern gemacht. Ich halte mich dann eher an Petersilie und sowas, was ich kenne. Ja. So, da wollen wir mal ein paar Queller zupfen und dann, ich ziehe mir mal meine Schuhe aus, ich gehe barfuß hier rein. Ja. Zack, nehmen wir so ein paar mit. Wurzel lassen wir drin. Ich probiere mal die Spitzen, die sind sehr zart, Horst. Einmal kurz raufbeißen. Zart sind sie. Und salzig. Queller kann auch als Salat oder gekocht gegessen werden. Ich habe sogar schon mal Queller Pesto gemacht. Immer das junge Gemüse. Total lecker. Plötzlich schlägt das Wetter um. Wir müssen uns beeilen. Schnell in die Kleingartenanlage zu Sascha. Frühkartoffeln ernten. Mensch, Sascha, hat uns aber ein Wetter ausgesucht hier heute, weißt du. Aber du hast ja richtig schöne Kartoffeln hier, ne? Die, lieber Mann, die haben ja Feuerdinger hier, weißt du? Boah. Kochfinale. Es gibt Wolfsbarschfilet auf der Haut gebraten mit Frühkartoffeln, gerade aus dem Garten hier von Sascha geholt, und Salzwiesenkräutern frisch aus dem Watt. So, ich fange schon mal an, den Wolfsbarsch zu filetieren. Heinz, da möchtest du lieber die roten oder die weißen? Wir haben hier extra schöne rote Kartoffeln. Du, ich nehme die roten. Zack, vorsichtig nach hinten. Auf der Haut wird der gebraten. Wichtig ist, dass wir immer eine Gabel dabei haben, haben die Fische auch, damit wir die Bauchgräten auch rauskriegen. So. Haben wir einen Apfelheimbeer? Das haben wir natürlich vergessen, ne? Einmal abgewaschen, oh, Kartoffeln. Super, machen wir zwei Stücke von. Die sind schon hier jetzt, ja. Einmal nur kurz durch. Das war's schon. Und ach, dann abschrecken. Gar nicht mehr abschrecken. Nee? Einfach nur mal einmal, um die Keime halt einmal zu, also um das Ganze zu desinfizieren. So, Horst, ich habe gerade das zweite Filetstück fertig gemacht und ich habe hier gerade gemerkt, hier sind in der Mitte noch drei, vier kleine Gräten hier oben. Die ziehe ich mit der Grätenzange raus. Die fässt man hier oben an und zieht das nach vorne raus. So.
nach vorne und dann hat man diese Geräte so rausgezogen. Wir gehen hier mit dem Finger nochmal lang in der Mitte, ist keine Geräte mehr da. Dann haben wir Horst, du kriegst ein bisschen kleineres Stück, ne? Horst hat ihn gefangen, der muss so größer. Aber dafür ist die Schwanzspitze immer das beste Stück. Ist das beste Stück, ne? Absolut klebenfrei. Genau, finde ich. Okay. Ja, da kommen die Blätter schon reingeweht hier vom Sturm. Ja, Orkan. Filetstücke sind fertig. Mit Schwung, Horst, mit Schwung immer hier. Jawohl, Junge. Das sehen doch gut aus. So, gib mal her. Müssen die abgeschreckt werden oder so heiß? Kannst einfach reingucken, das reicht. Ja. Sascha und Thilo pellen Kartoffeln. In der Zeit machen, kümmern wir uns um Fisch. Wir machen Sonnenblumenöl in die Pfanne rein. So. Junge, du. So, wir wollen den Fisch jetzt mal reinlegen hier. Und dann. Du, ich hab gleich den Stampfer kaputt hier, weißt du? Oh. So, ihr könnt weitermachen mit dem Stampfen, bitte. Parallel. Gebt euch mal ein bisschen Mühe hier. Ja, okay, Mühe, der hätte natürlich hier. Muss einen Hammer haben. So, man sieht gut, wie das schön durchzieht von unten nach oben. Kochen wie die Profis. Der Fisch wird fast ausschließlich auf der Haut gebraten. Zack. Und natürlich Zitronenpfeffer. Genau, hier Zitronenpfeffer. Das Rezept gibt es wie immer bei uns auf unserer Homepage auf ndr.de/Horst. Runter raus. So sieht's aus. Ich setze auf den Kartoffeln. Du musst aus. Von oben mehr Druck aus hier, der Schulter. Los. Du machst mir gleich wieder alles kaputt. Wer ist der kritischste Vorkoster? Horst. Horst, probier. Probier, wie der Fisch schmeckt. Der Fisch wird schon schmecken, aber ob du das gut gemacht hast, das ist die Frage. Mindestens 3 Sterne. Und die Kartoffeln haben richtig Biss, ne? Ja. Das ist das Schöne. Schön schied ist das Wetter. Wir können froh sein, dass uns die Gartenbude nicht weggeflogen ist. Na Horst, was meinst du, was geht heute, Junge? Was sagst du? Was geht heute? Alles. Muss schwere Eisen nehmen. Wie bitte? Das ich verstehe. Von wegen schwere Eisen. Wir wollen mal in der Wetterstation nachschauen, ob überhaupt geangelt werden kann. Da wo ist er? Wir sind schon vorbei. Wir sind schon vorbei. Nee, Beaufort ist Beaufort-Skala 10. Genau. Wir sind bei 10. Da. Knoten sind das 15. Das Orkan. Horst, komm. Ja. Ach, rauf auf die Buhne. Bilder vom Wellenbild. Ja. Warum liegen die Strandkörbe eigentlich alle quer? Du? Jetzt weiß ich auch, warum die mir einen Sturmriemen eingebaut hat hier bei der Mütze. Der Wind in Böen jetzt sogar orkanartig. Aber die Luft ist doch herrlich, ne, oder? Ja, aber die Nadelstiche im Gesicht, weißt du, die sind nicht so angenehm. Nee. Der Sand, das tut richtig weh, weißt du, wenn er dir ins Gesicht bläht. Aber man muss das mal erlebt haben, finde ich hier, ne? Ja, ja. Du? Und dafür, hast du bei so einem Wetter schon mal geangelt? Nein. Nee? Nach Bastheim. Kann kein Zweck, ne? Da kann kein Mensch der Welt kann angeln jetzt, bei den Bedingungen. Gut, nee. Dann gehen wir morgen ganz früh noch mal raus. Ja, also so um 6, 5:30, 6. Und dann versuchen wir nochmal unser Glück, ne? Ja, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Und wir haben tatsächlich Glück. Über Nacht hat sich der Sturm gelegt. Aber das Wasser an der Küste ist noch sehr aufgewühlt und trübe. Finden die Fische überhaupt unseren Köder? Kai und Horst voll konzentriert. Bisher haben wir erst einen Wolfsbarsch gefangen. Horst abgerissen, oder was? So, Horst hat abgerissen. Ich versuche das jetzt noch mal mit Naturködern. Der Kombi aus Wattwurm und Fischfetzen. Wenn ich ehrlich bin, aus lauter Verzweiflung. Da hier die Gefahr von Hängern, der sehr groß ist, hat Kai mir jetzt seinen Gummifisch mit Offset-Haken gegeben. Das heißt, der Haken ist jetzt im Gummifisch versteckt. Und wenn der Fisch beißt, dann gibt er den, so durch den Druck den Haken frei. Das minimiert die Gefahr von Hängern hier auf den Stein. Nicht? Also habe ich immer schön, kann ich den schön durch die Steine ziehen. Während meine Pose rumdümpelt, hat Thilo den ersten Wolf gefangen. Mal schnell messen. Oh, nicht ganz. Leider 40. Petri Heil, lass ihn schwimmen.
Die sind da, die Wölfe. Oh, cool. Ja. Komm ein Stück zurück, Kai. Oh, eine schöne. Den ja. lassen wir wieder frei. Lassen wir frei, 40. Aber sie sind da heute Morgen. Pass auf. Ja. Mensch, vielleicht sollte ich doch mit Spinnrute angeln, was meinst du? Ja, kann ich umwechseln. Dann muss ich noch mal zum Auto hin. Das dauert ein bisschen. Hat er weit draußen gebissen oder genau unter der Kante? Genau hier unter der Kante. Ja, ja, genau, wo wir mal beißen, ne? Ah, schon wieder hängen. Ah, Scheißrechte. Manchmal hat man Glück, da spielt er sich lose, weißt du, weil der Wind, weil die Strömung nimmt die Schnur mit und dann hängt ihn raus. Der Bleikopf hummelt bei dir da auch über die Steine, ja. Ne? Ja, 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 genau. Das fühlt sich dann manchmal so an, als wenn er beißen will, genau, ne? Ja, ja. Ich hab grad so ausgesagt. Was? Vorne kommt ein Offshore-Boot, ne? Die bringen so ein bisschen Welle mit. Ein bisschen zurückgehen gleich, okay. Wenn der auf unsere Höhe ist. Schon zwei Wurfsbarsche in 30 Minuten. Es läuft. Zumindest beim Angeln. Achtung. Oh, Digga, Heidewitzka. Petri! Oh. Er sollte jetzt aber größer sein. 46, Petri. Super. Vielen Dank. Ja, herrlicher Speisefisch. Super. Was für einen Köder hast du gehabt? Ganz normalen. Genau den gleichen, den Horst auch hat. So. Grelles Grün. Grelles Grün. Weißer Bauch, roter Schwanz. Grelles Grün, weißer Bauch, roter Schwanz. Ich baue um. Ja. Vielleicht fängst du auch noch deinen Fisch. Ja, mal sehen. Fisch! Fisch! Nimm die Angel weg. Oh, ein schöner Wurfbarsch. Jetzt werde ich leichtsinnig. Irgendwann muss doch auch bei mir mal einer beißen. Dann endlich bin ich derjenige, der mit dem Wolf tanzt. Da! Da ist er! Da ist er! Oh, Mann, was haben wir gekämpft. Alle haben einen Fisch gefangen. Da sind sie alle. Hey, alle sehr sind schön. Da. Kommt her hier. Oh, komm ran komm, hier. Schluss machen, Kai. Oh, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Das waren vier verrückte Tage, wilde Tage mit Sturm, Orkanböen, mit Sascha, mit Thilo, mit Horst. Mit Kai. Besser kann eigentlich so ein Angelausflug auf Nordrhein-Main nicht zu Ende gehen. Und ich bin unter Garantie davon überzeugt. Sie schalten ein, wenn es heißt. Gute Rauch! Der Spaß beginnt! Ein schöner Tag. Hast du? Ja.